jetzt in der Tagesordnungspunkt fortfahren. Tagesordnungspunkt 4 ist ohne Inhalt. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Das sind die Punkte ohne Debatte, die ich jetzt nacheinander aufrufen darf. Zunächst stimmen wir ab über den Tagesordnungspunkt 7. Hier geht es um die Fortschreibung der investiven Finanzplanung und entsprechende Umverteilung. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.48 Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Nächster Tagesordnungspunkt ohne Debatte ist Nummer 9. Wer diesem, da geht es um die Betriebsbeihilfe für die Stadion Dresden Projektgesellschaft, zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja. 34 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. Wer damit so beschlossen? Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Hier geht es um Neubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr in Reitzendorf. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 58 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, dann ebenso beschlossen. Führt uns zum Tagesordnungspunkt 12. Hier geht es um die Eintrittspreise im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, eine Nein, eine Enthaltung, damit so beschlossen. Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 14, Fachkonzept sonstiger soziale Angebote für Dresden. Und da darf ich fragen, wer hier dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte. Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit ebenso beschlossen. Damit sind wir bei 22. 22 ist Bebauungsplan in Dresden-Klotscher, Boltenhagener Straße, Flughafenstraße, Teilaufhebung. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit einstimmig beschlossen. Nach 22 kommt 25, hier ist eine Änderungsverordnung zur Polizeiverordnung das Thema. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht Tagesordnungspunkt 25 folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Wir kommen zum nächsten Punkt ohne Debatte, das müsste 29 sein. 29, Prävention kooperativ gestalten, überschrieben, Konzept zur Neuausrichtung der kommunalen Kriminalprävention der Landeshauptstadt. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen, ebenso beschlossen. Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 30. Hier geht es Satzung der Landeshauptstadt über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Sportstätten. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
63 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Ebenso beschlossen. Und damit hätten wir im öffentlichen Teil noch die 31 Brücke über die Rohrtrasse des Pumpspeicherwerkes Niederwarte und da ein Ersatzneubau des Überbaus in der Generalinstandsetzung des Widerlagers. Wer hier dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. ...63 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit ebenso beschlossen. Und wir hätten die Punkte ohne Debatte absolviert. Und damit 47 war raus. Das ist nicht, habe ich schon bei der Eingangs gesagt gehabt, da ist Redebedarf angevisiert worden. So, damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 6.